Jo, Servus und willkommen zu einem neuen Video. Aber Metals ist für viele wahrscheinlich ein Begriff, für viele vielleicht auch nicht, einer der ganz großen Newcomer innerhalb der letzten, sagen wir mal, 1,5, 2 Jahren durchweg am Steigen. Auch hier in der privaten Finanzfüchsle-Aktiengruppe wird es immer wieder mal diskutiert und nicht wenige haben da jetzt auch schon relativ satte Gewinne gemacht. So viel zur kleinen Werbung, da bist du recht herzlich eingeladen. In der Videobeschreibung der Link für die Gruppe. Jetzt aber wieder zurück zu Arpa Metals. Und zwar schauen wir uns zunächst mal die Graphen an. Heute, naja, man sieht auch in der Woche, da geht's hoch, da geht's runter. Das Erste, was man sich da die Frage stellt, boah, geil, unabhängig von dem, was die können, was die machen, passt's denn mit dem Preis? Was kostet es, wenn ich das kaufen will? Weil wenn es günstig ist, könnte man immer kaufen, verkaufen, also schönes Swing traden. Wenn man allerdings jetzt mal den Monat anguckt, dann sieht man, boah, immerhin schon 6,6%. Und ja, jetzt in den letzten 360, 65 Tage, da ist es dann eben schon bei 24%. Allerdings nichts für schwache Nerven. Da ging es dann mal hoch auf 5, dann ging es mal runter, dann ging es mal hoch auf 7, dann ging es wieder ins Minus, dann ging es mal schön hoch auf 22, dann runtergegangen, zack, kurz einen Herzinfarkt gehabt. Zack, dann ist es wieder hochgegangen und es steigt. Und wenn wir jetzt mal hier seit dem Einstieg angucken, sprich seit März 2021, dann können wir uns, beziehungsweise können sich diejenigen, die investiert sind, seitdem über 55,86% Zuwachs in ihrem Nest erfreuen. Ja, jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, was ist überhaupt Arbor Metals? Und Arbor Metals ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen. Hierbei geht es eben vor allem um die Exploration von Mineralgrundstücke, beziehungsweise es geht um Grundstücke und da wird eben geschaut, okay, gibt es hier irgendwelche spannende Mineralien, die wir hier eben später fördern, also an Land ziehen können, ausgraben können, ausbuddeln können und vergolden können, um sie zu verkaufen. Also vergolden jetzt im Sinne von Kohle, Patte machen. Und Gold ist auch dabei, aber hier geht es unter anderem auch um Lithium. Also wir reden hier wirklich in Kanada, hier geht es um eine Fläche von 4.860 Fußballfelder, 2.430 Hektar. Das ist einfach nur irre, auch wer da alles beteiligt ist. Also da könnte durchaus Potenzial sein. Ja, Marktkapitalisierung 134,9 Millionen. Das ist noch ein kleines Küken. Es gibt hier durchaus einige, die hier in der Lage sind, eben auch einige Milliarden zu erzielen. Vorausgesetzt ist natürlich, und darum geht es hier, dass eben hier auch Bodenschätze gefunden werden, und zwar in großem Maße. Ja, für wen ist diese Aktie gedacht? Ich denke, wichtig ist zunächst die Frage stellen, haben Lithium, Gold etc. Zukunft? Ja, natürlich haben sie das gerade schon alleine Gold und ja, Lithium auch jetzt mit E-Mobilität, Batterien und so weiter, wird definitiv langfristig eine Rolle spielen, meiner Meinung nach. Und das ist natürlich dann demnach im Sektor gesehen eine sichere Wette. Es ist ein kleines Unternehmen. Die große Gefahr ist hier natürlich, dass all diese Kosten, die laufen für die Exploration, hier geht es teilweise um Bohrungen, hunderte von Metern tief in die Erde, das kostet, also da kostet eine Bohrung Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen. Und das ist eben so, wenn man sowas fast schon im wahrsten Sinne zu häufig in den Sand setzt, dass man dann eben irgendwann, ja, ich sag mal, so viele Ausgaben hat, die man wirklich nur reinholen kann, wenn man dann entweder sehr viel findet oder der Kurs so viel steigt, dass sie sich ein bisschen was abzwacken können für weitere Explorationen und ja, suchen. Also das ist das ganz große Risiko. Man spielt hier definitiv ein bisschen ja, russisch Roulette. Kann funktionieren, muss nicht funktionieren. Aber das Coole ist ja, unabhängig, ob sie finden oder nicht, kann ja auch einfach durch Gerüchte oder durch so, ja, News, vielleicht auch Good News, hey, bald gibt es eine neue große Bohrung, schon der Kurs vorab so ansteigen, obwohl am Ende vielleicht nichts bei rumkommt. Definitiv auch interessant für Trader, Leute, die kurzfristig rein und rausgehen, das haben wir hier gesehen. Hier sehen wir zum Beispiel, okay, 0,44
Prozent, mal hochgegangen, 1,75 wieder runter und hochgegangen. Da ist es eben wichtig, okay, spielt hier eben der Kurs mit. In dem Fall ist es so, okay, 2,26 kostet es, also ist der aktuelle Kurs, aber für 2,30 wirst du es bekommen, wenn du einen Limitkauf machst. Und dann stellt man sich ja die Frage, na gut, da ist jetzt hier unten irgendwo und dann zahlst du, also hier geht es in der Woche jetzt quasi um 4, 6 Cent Unterschied. Und du zahlst 4 Cent Spanne, Preisspanne, das ist einfach in der Hinsicht dann eher nicht lukrativ, aber klar, wenn man sich da vielleicht während dem Tag, während den Börsenzeiten das anguckt, dann sind die Kosten geringer, dann kann sich das durchaus lohnen. Wie gesagt, eines der ganz spannenden Aktien, ich behaupte mal, so unbekannt ist es nicht mehr. Es gibt, wie gesagt, schon einige. Kann natürlich aber auch sein, dass ich jetzt einfach, weil es so häufig in der eigenen Gruppe da diskutiert wurde, so ein bisschen voreingenommen bin und dann natürlich häufiger gehört habe, als es das vielleicht gibt. Auf jeden Fall angucken. Schreib auch mal in die Kommentare, was du von dieser Aktie hältst, ob sie in dein Nest gehört oder ob du ja das einfach zu riskant ist und du sagst, nee, da lieber mal nicht reingehen. Ich traue dem Ganzen nicht.